Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Der bayerische Ministerpräsident hat gesagt, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Und wenn Sie dann mal hier nach Waging am See kommen und sich das hier mal anschauen und genießen wollen, dann kann ich das nur empfehlen. Werner Loran, ganz herzlich willkommen. Sie haben sich dieses Stückchen Paradies warum ausgesucht? Ja, weil es mir erstmal hier so gut gefällt und meine Lebensgefährtin ist von hier und deswegen bin ich hier jetzt sesshaft, wenn ich nicht in Spanien bin und ja, mir gefällt es hier auch sehr gut. Wenn man Sie so vom Fußballfeld kennt, wie Sie da aufgeregt hin und her gelaufen sind, die Mannschaft angespornt haben und Sie dann hier völlig relaxed mit Ihrem Hund sieht, dann sind das zwei verschiedene Werner Lorenz. Ja, das ist ja normal. Wenn trainiert und gespielt wird bei mir, wenn ich eine Mannschaft trainiere oder auch die Mannschaften, die ich trainiert habe, dann bin ich dabei, da will ich gewinnen. Und das geht dann nicht, wenn man sich so hinsetzt, so relaxed ist wie jetzt hier, dann ist man dabei und dann muss man auch die Spieler ein bisschen helfen und ein bisschen begeistern, dass man auch dabei ist und nicht einfach sich so hinsetzen und sagen, na, sollen sie mal spielen. Na, das kann ich nicht. Erreicht man die Spieler eigentlich von der Coaching-Zone aus, wenn das Stadion richtig mittobt und es laut ist und die Spieler auch sehr sozusagen mit dem Spiel beschäftigt sind? Nicht alle, aber viele, die kennen schon deine Gestiken als Trainer, die du draußen hast, dann weiß er schon, oder die meisten Spieler wissen schon, wen man meint. Und natürlich, wenn man auf die andere Seite, bis dahin kann man ja nicht schreien, da ist ja viel zu laut im Stadion, das ist klar, aber die meisten wissen schon, die schauen schon mal raus und gucken, was macht der Trainer, ob das Spiel läuft oder nicht läuft, oder das gefällt ihm nicht. Und dann kann man natürlich auf der Seite auch noch mal ganz kurz, aber wir haben auch mit sich genug zu tun, aber ein bisschen Einfluss kann man schon haben. Ja. Sie haben aber immer so mit dazugehört. Also 60 war als Marke natürlich immer schon stark, aber als Sie Trainer waren bei den 60ern, da war das 60 und der Lorand. Und ich meine, Sie haben auch tolle Bezeichnungen gehabt, der Keith Haring des Fußballs oder Werner Beinhardt, solche Sachen. Wie wichtig finden Sie das, dass man Sie so genannt hat? Können Sie damit was anfangen oder wie gehen Sie damit um? Ach, ich gehe da ganz locker mit um. Das ist einfach so und das ist auch gut so. So hat jeder Trainer so seine Macken und dann machen die Journalisten eben das daraus. Und das ist auch gut so, das soll auch so bleiben. Mir macht das nichts aus. Ich kann mich... Gut, je nachdem, wie so ein Spiel gelaufen ist, meist den ersten Tag noch nicht oder den ersten Abend noch nicht, aber den nächsten Tag bin ich schon wieder relaxed und denke schon wieder, oder habe mich beruhigt und dann kann ich das ganz genau, weiß ich, was im Spiel gelaufen ist, was gut war und was nicht gut war. Das kann ich dann, ohne Zettel weiß ich das, da brauche ich mir nicht aufschreiben, das habe ich in meinem Kopf. Genau, man sieht manche Trainer, die schreiben ganz minutiös alles mit, was da so passiert. Ja. Das ist ja das. Ich finde, das ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt die 22. Minute war, wo der Spieler Fehler gemacht hat, oder die 24. Minute. Das, ich glaube, spielt nicht die große Rolle. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man die wichtigsten Sachen, die nicht gut waren oder die gut waren, die muss man als Trainer behalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für eine Mannschaft und auch für einen Spieler. Sagen Sie da mal ein Beispiel. Also was würde man dann nach dem Spiel einem Spieler sagen, was er falsch gemacht hat? Ich glaube, nach dem Spiel mache ich das nicht gleich nach dem Spiel. Das mache ich nie, weil Sie sind ja selber erstmal schon mal ein bisschen müde, ausgelaucht. Dann haben Sie selber noch was im Kopf. Dann müssen Sie sich aber selber unterhalten nach dem Spiel. Und dann kommt es ja noch, hast du gewonnen, hast du nicht gewonnen. Spielt auch eine große Rolle und ich mache das meist den nächsten Tag. Wenn trainiert wird morgens, weil wenn nachmittags oder wenn gespielt wird, den nächsten Tag ist ja bei mir immer gleich Training und dann kann man das in aller Ruhe besprechen, bevor das Training wieder anfängt. Nun habe ich Sie gesehen bei dem Relegationsspiel 60 gegen Kiel hier in der Allianz Arena bei uns in München. Da kamen Sie mir wieder vor, so wie man Sie gekannt hat als Trainer von 1860. Sie waren da emotional angegriffen. Man hat gemerkt, das hat Sie bewegt.
Wie haben Sie dieses Stadion erlebt? Also auch gerade die Zuschauer, das Publikum. Das war doch sensationell, was da abgegangen ist. Ne? Ja, ich habe ja etliche Spiele gesehen. Und wenn man die Meisterschaft gesehen hat, mit den Zuschauerzahlen, außer gegen Nürnberg, da war ja auch dementsprechend Kulisse. Aber man sieht, Spieler brauchen so eine Kulisse, um gut Fußball zu spielen oder einigermaßen gut Fußball zu spielen. Und es ist natürlich auch für einen Spieler schwierig, wenn ich dann in das Stadion komme und spiele gegen Aue oder nicht gegen den anderen oder gegen den Gegner, sondern sind 15.000 Zuschauer drin. Dann dachte er auch, was mache ich hier eigentlich heute? Das ist ja wie im Training. Und wenn man da natürlich dann im Stadion voll ist, und das hilft auch dem Spieler. Und die Fans waren ja wieder fantastisch. Das ist nun mal, 60 Fans sind fantastisch. Wenn es um was geht, man sieht, dann kommen sie. Und so muss man auch eigentlich bei 60 arbeiten. Natürlich nicht im unteren Bereich, wenn es um was geht, sondern im oberen Bereich. Und das müsste eigentlich so sein. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder schaffen. Denn dieses Potenzial, dass das da ist, ich meine, das haben ja wirklich die Spiele gegen Kiel und gegen Nürnberg einfach bewiesen, dass die Leute dann auch kommen. Ne? Ja, die Leute kommen, wenn es um was geht, das ist ganz klar. Und ich brauche natürlich auch Spielweise von 60 München, weil 60 München ist schon immer, sage ich, und da bleibe ich auch dabei, das ist ein Arbeiterverein und wird ein Arbeiterverein bleiben. Und wenn man nicht arbeitet als Vorstand oder als Vereinverantwortlicher oder als Mannschaft oder als Spieler, das merken die Zuschauer, das wollen die auch nicht sehen. Die wollen sehen, dass die Mannschaft laufstark ist, zweikampfstark ist, einigermaßen System hat. Und dann kommen die Zuschauer auch. Das ist 60 München. Also wir haben es ja schon angesprochen, das ist eben der Fisch, ich sage es mal, altes Sprichwort, stinkt vom Kopf. Wenn man also mal ganz oben anfängt, da muss man sich ja überlegen, da gibt es einen Investor, der doch im Grunde genommen, auch wenn er nach den Regeln nicht alles bestimmen darf, aber das ist doch auf jeden Fall der bei 60, da braucht man sich doch nichts vorzumachen, der im Grunde genommen die Schienen verlegt, auf denen dann gefahren werden muss. Oder sehen Sie das anders? Nö, das sehe ich gar nicht anders. Ist doch wunderbar, wenn 60 so einen Investor hat. Aber ich glaube, wie soll ich sagen, er will auch mal irgendwann was sehen jetzt, irgendwann. Ich kann nicht laufend investieren, helfen, machen, tun, in finanzieller Hinsicht. Aber ich muss auch dementsprechend arbeiten, die Leute dafür haben. Bei 60 München, wenn man so einen Verein als Verantwortlicher ist, hat man Tag und Nacht zu tun. Da kann man nicht sagen, oh ja, mache ich morgen, geht bei 60 München nicht, um was zu erreichen. Und ich glaube, das haben sie noch nicht, alle, die da bisher jetzt verantwortlich sind, noch nicht begriffen, ob das jetzt die Oberen sind, sprich Vorstand oder auch, weiß ich, der Sportdirektor oder Trainer und Spieler, das haben die noch nicht richtig im Kopf, weil bei 60 musst du Tag und Nacht arbeiten. Und das ist wichtig, das wollen die Leute sehen. Ja, als Trainer hat man ja nicht so viel Einfluss darauf, welche Spieler man kriegt. Ne? Ja, hat man, also denn der Poschner wird ja jetzt im Moment sehr angegriffen, weil er die falschen Entscheidungen getroffen hat. Wie ist denn das? Als Trainer muss man doch dann auch sehr frustriert sein, wenn man weiß... Dann mache ich es nicht als Trainer. Wenn ich nicht die Verantwortung habe für die Mannschaft, ich habe die Verantwortung, ob sie gewinnen oder verlieren. Wenn ich verliere, bin ich das Arsch, auf Deutsch gesagt, als Trainer oder werde immer angegriffen, kein anderer. So, und die Spieler, da habe ich jeden Tag mit zu tun, nicht der Sportdirektor. Jeden Tag habe ich mit Spielern am Trainingsplatz zu tun. Also muss ich bestimmen, was für ein System gespielt wird, was für Spieler ich brauche, wo die Spieler sind, die man kriegt. Und da muss der Trainer und der Trainerstab müssen das mit dem Sportdirektor entscheiden. Ende. Und kein anderer. Und der Sportdirektor kann mir nicht das System vorschreiben oder den Spieler mir bringen, den ich eigentlich gar nicht haben will oder der mir gar nicht gefällt. Ja, auch von der Art her Fußball, der gefällt mir nicht und da würde ich ihn auch nie holen. Ja, ich muss ja seine Spielweise, die muss mir ja gefallen und muss auch gut sein. Und das ist wichtig. Und da haben sie natürlich, ich brauche ja nicht bei 60 München, weiß ich, 11 oder 12 Ausländer. In Deutschland in der zweiten Liga, als wenn wir keine guten, jungen deutschen Spieler hätten. Und da haben wir genug von, glaube ich. Ich glaube, dass Ihr großer Erfolg auch was damit zu tun hat? Also ich rede jetzt von dem Erfolg, dass Sie aus der dritten Liga in die erste Liga mit 60 durchgerauscht sind, dass Sie
da eben wirklich diesen Zugriff hatten auf die Spieler und eben das wirklich so auch selber sich zusammenbauen konnten. Während viele ja jetzt ihre eigene Mannschaft gar nicht so selber, ihr Trainer nicht zusammenbauen können, weil eben ein Sportdirektor oder ein Vorstand... Dann mache ich das nicht. Dann soll ich einen anderen Trainer holen oder man soll es selber machen. Manchmal geht es ja nicht anders, weil die langfristige Verträge haben. Und ist alles doch alles Blödsinn mit langfristigen Verträgen. Entscheiden doch, ich bin der Mann, der den Kopf dahin hält. Und ich entscheide doch, wer da spielt und was für ein System ich spiele und was für Spieler ich brauche. Ja, ich habe ja nach der Bayernliga, bis auf 2-3, die wir dazugeholt haben, wo ich angefangen bin bei 60 München, da habe ich die Mannschaft ja übernommen, die damals abgestiegen war. Ja, und trotzdem sind wir aufgestiegen mit 2-3 Neuen. Aber dann haben wir wieder einen großen Schnitt gemacht. Und die Spiele habe ich mir übers Jahr habe ich die beobachtet, habe sie mir ausgesucht. Den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir. Und so ging es dann weiter nach dem Zweitliga-Aufstieg dann. In Meppen musste ich wieder eine neue Mannschaft bauen für die Bundesliga, weil die Mannschaft war auch nicht gut genug, trotz dass sie aufgestiegen waren aus der zweiten Liga in die Bundesliga, nicht gut genug für die Bundesliga. Da musste ich auch wieder den und den holen und dann habe ich noch ein paar gute Handgriffe gehabt, so mit Thomas Hessler, Peter Nowak, Olaf Bodden, der leider sehr krank geworden ist oder krank ist. Deswegen grüße ich ihn auch, wenn er sieht. Hoffentlich wird er noch gesund wieder. Und das war richtig gute Stürmer und auch gute Typen. Ne? So wie Bernhard Trares und alle so Spieler, das waren Typen auf dem Platz. Oder Thomas Müller, das waren Typen auf dem Platz. Die wollten gewinnen. Und das hat man auch schon im Training gemerkt, auch in der Vorbereitung zum Spiel. Die wollten mit aller Macht gewinnen. Und so haben sich auch gegeben auf dem Platz und haben natürlich auch ein gutes Können gehabt. Aber beobachten Sie das auch bei anderen Vereinen, dass da immer mehr eigentlich andere Einfluss darauf haben, welche Spieler geholt werden als der Trainer? Ja, sicher, das gibt es ja mittlerweile fast schon bei jedem Verein. Ich sage ja immer im Fußball, mein Sprichwort heißt, viele Köche verderben den Brei. Ja, wenn so viele Leute mitreden will, wie soll man sich dann entscheiden für einen Spieler? Wie man sich da entschieden hat, ist der Spieler weg, ist er woanders. Und dann muss man sich den nächsten suchen oder kriegt nicht den Spieler, den ich eigentlich brauche für die Mannschaft. Und das sind so Sachen, die heute schon bei dem einen oder anderen Verein schwierig sind, aber bei den guten Vereinen, so wie Bayern München, da passt alles. Ja, trotz, dass da alles sehr gute Fachleute da sind, vom Fußballerischen her, aber die besprechen das und dann wird der geholt, den wir brauchen. Das sieht man ja jedes Jahr, was für gute Spieler die holen. Ja. Wie, wenn Sie jetzt mit einzelnen Spielern gearbeitet haben, da stelle ich mir manchmal vor, wenn man so ein Fußballspieler ist, dann muss man auch mit seinen Kräften irgendwie haushalten. Also wenn ich sage, ich bin jetzt so Anfang 20 und möchte bis 30 Fußball spielen, dann muss ich mir doch sagen, hin und wieder schaltest du einfach mal ein, zwei Gänge zurück, um dann überhaupt diese ganzen Jahre spielen zu können. Sie als Trainer wollen natürlich immer in jedem Spiel das Absolute. Wie geht denn das zusammen? Das ist ganz einfach. Das ist auch wieder ganz einfach. Das ist auch mein Sprichwort. So wie ich trainiere, so spiele ich. Wenn ich nicht gut trainiere, werde ich auch nicht gut spielen können. Und wenn ich eine gute Vorbereitung mache, immer im Training bin, dementsprechend auch trainieren muss, was der Trainer vorgibt, das ist nun mal so. Der Trainer gibt vor, was trainiert wird und kein anderer. So, das Einzige ist, wenn man ein bisschen Problem kriegt, wenn man mal verletzt war, längere Zeit verletzt war, nicht ein, zwei Tage oder eine Woche, da verliert man nicht viel, wenn man körperlich topfit ist. Und die hole ich mir in der Vorbereitung. Und so muss ich auch die Spieler dementsprechend trainieren in der Vorbereitung. Von der Ausdauer, vom Sprinttraining, dann auch vom Kopf her, dass sie wissen, dass sie auch Fußball spielen können. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Er braucht auch unheimlich viel Selbstvertrauen. Und die muss ich ihm, dem Spieler, ja auch geben. Mit aller Kritik, die im Fußball gibt. Trainer kriegt Kritik, Spieler müssen Kritik kriegen. Das gehört zum Fußball dazu. Aber sie müssen körperlich fit sein und sie müssen da oben auch frisch sein im Kopf, dass sie auch wissen, sie können Fußball spielen. Und das muss man ihnen auch vermitteln. Aber dieses jedes Mal von einem Spieler 100% zu erwarten, ist das überhaupt realistisch? 100% geht kein Spieler. 100% geht nicht. Ja, das reicht ja schon, wenn er 90% seines Könnens abruft im Training und im Spiel. Natürlich gibt es auch mal im Training, da muss man auch wissen, was für ein Spielertyp ist er.
Ja, braucht man im Training nicht so aufpassen, weil er sein Zeug sowieso macht immer, weil er sehr fleißig ist bei dem anderen. Ja, den muss man schon immer ein bisschen schieben, damit er seine Form behält. Ja, das muss man wissen und muss wissen, was für ein Mensch ist, was kann er vertragen auch. Ja, dem einen kann ich vor der ganzen Mannschaft, wenn er nicht gut gespielt hat, die Kritik auf Deutsch gesagt zusammenscheißen. Und bei dem anderen, da kann ich das nicht, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, muss ihn vielleicht an die Seite nehmen, im Vier-Augen-Gespräch. Das muss man als Trainer wissen und auch rausfinden. Und das ist auch für die Spieler wichtig, dass sie wissen, ich kann mich auf meinen Trainer verlassen und er kann sich auf mich verlassen, wenn ich spiele. Und so muss das sein. Man ist so ein bisschen Psychiater auch, ne? Ja, das muss man schon ein bisschen schlau sein als Fußballer. Aber ab und zu mal bös. Und dann muss man auch mal wieder, wenn es auch trotzdem mal nicht so gut gespielt hat oder mal ein Spiel verloren haben oder unglücklich verloren haben, das muss man auch wissen. Dann muss man auch wissen, dass sie gut gespielt haben. Aber so Spiele gibt es, dass man trotzdem mal nicht gewonnen hat. Dann muss man mit denen reden. Das ist ganz wichtig, mit den Spielern zu reden. Und ich habe immer mit meinen Spielern unheimlich viel geredet, weil ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Spielern gehabt. Ich konnte auch mal richtig böse werden, das ist klar. Was würden Sie denn sagen, was Sie selber für eine Spielart gehabt haben? Wie würden Sie sagen, wie würden Sie das beschreiben? Ich war ein perfekter Fußballer. Das hat man einfach früher bei uns in unserer Jugendzeit, wir haben den Fußball auf der Straße gelernt. Und da lernt man unheimlich viel. Wir waren ein guter Jahrgang mit 8, 9 Jungen. Wir haben von der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend und erste Mannschaft die Jahre zusammengespielt, bis ich dann zu Borussia Dortmund gegangen bin als Amateur. Und da hat man selber, da wollte man kein Spiel verlieren. Hat man da schon gelernt. Wenn wir 4 gegen 4 gespielt haben, da wolltest du nicht verlieren. Da gab es nichts. Da haben wir gedacht, da spielen wir noch 5 Minuten länger, damit wir gewinnen. Und so der Sieg ist, so Siegertyp muss sein. Und ich war ein Siegertyp, ich konnte nicht verlieren. Ganz weit noch nicht. Ja. Woran merken Sie das, dass Sie nicht verlieren können? Oh, da werde ich immer böse, wenn ich selber spiele. Und das ist gut, jetzt kann ich ja nicht mehr so viel laufen. Und es tut mir dann alles weh. Das ist sowieso nichts mehr für meine älteren Knochen. Aber früher konnte ich nicht verlieren. Da war ich 2 Tage war ich so sauer als Spieler. Und als Trainer ist das eben so geblieben. Jetzt, aber haben alle Spieler nicht irgendwie auch was an ihren Knochen? Also gerade wenn sie so ein bisschen älter werden? Alle was. Da war zu meiner Generation diese gute Medizin haben wir ja alles gar nicht gehabt. Und da hat jeder was, der am Rücken, der am Knie, ich weiß nicht, wenn ich mit denen mal zusammen bin, das tut immer alles weh. Das ist verständlich. Ja, aber das wird bei den heutigen Fußballern, wenn die älter sind, wird das auch so sein. Weil wenn man so lange Jahre, über 10 Jahre Profi war und jeden Tag oder fast jeden Tag trainiert oder gespielt hat, dann bleibt das nicht einfach so. Das kann man nicht einfach so abschütteln, da tut schon irgendwas weh. Da sind Sie als Trainer natürlich auch so ein bisschen mit dran schuld, ne? Also wenn ich das Wort mal so nutzen sollte, weil Sie ja natürlich aus den Leuten auch alles rausholen. Ja, selbstverständlich, aber dafür sind es Profi. Aber in der heutigen Zeit hat man doch schon noch eine bessere Pflege wie wir früher. Das muss man einfach sagen. Die Medizin ist schon wieder viel weitergekommen und ist alles wieder viel besser. Das geht schon bei Meniskusoperationen los. Ich habe ja auch eine gehabt. Da haben sie mir das halbe Knie da aufgeschnitten und heute kommt eine Arthroskopie. Und da ist er, weiß ich, nach. Und du hast noch zu meiner Zeit, dass du noch über eine Woche, wenn es gut verlaufen ist, im Bett gelegt. Das brauchst du alles heute nicht mehr. Das ist einfach alles besser geworden. Ja, aber trotzdem, das ist aber ganz normal, dass da, auch wenn ich über 10 Jahre in diesem hohen Bereich Bundesliga gespielt habe, dass ich da Verschleißerscheinungen habe. Das geht nicht ohne. Was machen wir denn jetzt mit 1860, Herr Laurent? Würden Sie denn noch mal kommen, wenn da jetzt jemand auf Sie zukäme, als Trainer? Als Trainer nicht, nein. Als Trainer würde ich das würde ich nicht mehr machen. Das sehe ich nicht mehr ein. Das habe ich jetzt wieder hier gesehen. In Wacken habe ich ja diese 9 Wochen gemacht. Dann wohnt das bis nur 3-mal am Platz.
Und das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Aber so in so einer Funktion wie Sportdirektor oder irgendwo was um die Mannschaft rum, wo ich auch was einbringen kann für die jungen Spieler oder für die Spieler, wo ich ein bisschen was einbringen kann oder ihnen ein bisschen helfen kann, damit das sportlich besser wird, dann würde ich es machen. Aber sonst warte ich ab, bis wo irgendwo mal wieder was brennt und dann gehe ich mal für ein halbes Jahr irgendwo trainieren. Das finde ich ja auch. Also ich glaube, Sie haben 14 Stationen gehabt, nachdem Sie bei den 60ern waren. Nicht? Also da sind Sie bei 14 verschiedenen Mannschaften gewesen. Die Länder könnte ich nicht alle aufzählen, aber waren gewaltig viele. Das ist doch auch immer eine berufliche Unsicherheit, die Sie da Ihr Leben lang gelebt haben. Ich habe jetzt, das war ja nach 60, bei 60 war ich 10 Jahre. 10 Jahre und dann wollte ich mal was anderes machen, deswegen bin ich ja erst in die Türkei, dann nach Südkorea, Iran, war alles wunderbar, China, wenn das nicht so weit weg wäre von Deutschland, dann wäre ich vielleicht immer noch in China, weil es hat mir sehr gut gefallen, bis auf das Land ist sehr groß und man muss unheimlich viel reisen, genau wie in Amerika, das ist schon der Fußball schon sehr, sehr schwer. Auch für China, aber so für Südkorea. Seoul war eine wunderbare Station für ein Jahr. Aber länger konnte ich nicht immer. Aber dann bin ich dann nach Hause und bin wieder zum nächsten. Wie sind die denn überhaupt auf Sie gekommen? Wie funktioniert denn das, dass dann irgendwie ein Club in China sagt, ich möchte den Werner Lorand als Trainer haben? Wie geht denn das? Ich rufe irgendwie einen Berater an, fragt an, der hat Kontakte, weil er mal einen europäischen Spieler nach China gebracht hat. Und dann ruft er dich an, hast du Lust, hast du keine Lust? Ja, war zwar auch die Entscheidung für China war schon sehr, sehr schwer für mich, weil das ja unheimlich weit ist. Und auch alleine diese Spiele, das war zwei Spiele auswärts, zwei Spiele zu Hause. Warum? Weil die Entfernungen so weit sind. Du hast ja oft Spiele, wo du mit dem Flieger von Shenyang, sind wir geflogen, 3 Stunden. Bis wir da waren, da bist du ja von München in Malaga, da bist du in Spanien hinten noch weiter, da bist du fast in Afrika. So weite Entfernungen haben die und das ist schwierig für Trainer und auch für Spieler auch, das ist die Reisen oder was heißt 8 Stunden fährst du mit dem Intercity irgendwo hin. Das ist das Einzige, was, gut, die haben sehr gute Fußballer. FD-Vereine machen auch alles, die Plätze sind auch alles mittlerweile sehr gut, alles in China. Das Einzige ist eben diese Reiserei. Das kann man nicht so schnell verkraften, als Europäer sowieso nicht. Und wie haben Sie sich da mit den Spielern verständigt, wäre die erste Frage. Und die zweite, wie voll sind die Stadien dort? Ja, wir haben in Shenyang immer bei Heimspielen sehr viel Zuschauer gehabt. Sehr viel Zuschauer, das ist so anderthalb Stunden Flugzeit von Peking weg. Wir haben eigentlich in der Region sehr viele Zuschauer gehabt für China. Ja, wir haben immer 25.000, 30.000, so groß war das Stadion und das war wirklich immer voll. Natürlich in Peking und so, da sind die Stadien nicht ganz so voll. Das ist klar, die Stadt ist ja, wie groß die Stadt ist, kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man noch nicht da gewesen ist, was das für ein Verkehr ist und wenn man irgendwo hingeht oder am Flughafen ist, wie viele Leute da sind. Das ist schon unheimlich, für einen Europäer schon muss man sich unheimlich umstellen. Und deswegen war das nicht so einfach für mich dann. Apropos nicht so einfach, wenn wir nochmal zurückblenden zu der Zeit, als Sie bei 60 gespielt haben und als es dann zu Ende ging. Ich erinnere dieses Spiel, was Sie gegen FC Bayern gespielt haben. Da hat 60 1-5 verloren. Und dann hieß es plötzlich, Wildmoser sagt Lorand goodbye. Wie ging denn das damals ab? Wie kam der dann zu Ihnen in die Kabine oder hat er Sie... Wie war das damals? Ja, wir haben das Spiel verloren damals, 5-1 gegen Bayern München. Aber das habe ich ihm schon vorher gesagt gehabt. Das Jahr davor haben wir ja die Bayern zweimal geschlagen. Ja, und dann habe ich gesagt, das geht nicht jedes Jahr. Du kannst, wenn du 5-mal gegen Bayern München spielst, dann gewinnst du einmal. Und wenn du Glück hast, spielst du noch einmal unentschieden. Wenn du viel Glück hast, noch 2-mal unentschieden. Den Rest verlierst du. Ja, und das muss man wissen. Nur das hat er damals nicht verstanden. Er wollte wieder die 60er, äh, die,
die Bayern überholen und musste wieder schlagen. Und natürlich, an dem Wochenende haben wir nicht so gut gespielt und die Bayern haben sehr gut gespielt. Muss man anerkennen. Und die Niederlage war auch in der Höhe ganz klar verdient. Und das muss man auch akzeptieren. Nur er konnte da nicht mit umgehen. Und ja, kein Problem, Sonntagmorgen ist das ja gut, okay, sage ich tschüss, mach's gut, ich pack meine Sachen und fahre nach Hause, kein Problem. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so an ihn abtropft. Also Sie haben diesen Verein 10 Jahre lang als Trainer geführt. Sie haben ihn von der dritten Liga in die Bundesliga. Sie waren UEFA Cup. Das haben wir alles gehabt zu der Zeit, ja. Und dann kommt der nach dem 1-5 gegen Bayern und sagt, es ist nichts. Das passiert im Fußball, auch überhaupt, wenn du so 10 Jahre oder fast 10 Jahre, ich glaube 9, 3, 4 Jahre oder was waren es genau, wenn du dann so lange da warst, und das merkst du da als Trainer auch schon. Da merkst du, dann jetzt reicht's irgendwann. Ich hätte ja nach dem Jahr hätte ich sowieso aufgehört, wäre woanders hingegangen. Und das war ja auch eigentlich schon klar und das wusste er ja auch. Und aber gut, das ist alles Schnee von gestern. Ich habe eine tolle Zeit gehabt bei 60 und die Fans waren hervorragend. Ich kann mich nicht beschweren und will's auch gar nicht. Und der Verein liegt mir immer ein bisschen noch am Herzen. Das ist auch klar, wenn man so lange da war und auch ein bisschen Erfolg gehabt hat. Und deswegen gehe ich auch, schaue mir fast alle Spiele an im Fernsehen oder gehe ins Stadion. Und bin auch Ehrenmitglied von 60. Aber das war schon ein spezielles Verhältnis, was Sie zu Wildmoser hatten, nicht? Das, schreiben Sie das mal. Wir haben uns eigentlich, erstmal ging es schon los. Ich hatte ja eigentlich schon einen Vertrag in Fulda unterschrieben. Und auf einmal ruft mich ein Herr Wildmoser an aus München. Und ich so, ja, Herr Wildmoser, ja, ich bin jetzt Präsident von 60 München. Das ist ja schön. Ja, Sie sind nächstes Jahr unser Trainer. Ich so, nee, sag ich, das kann nicht sein. Ich habe schon in Fulda unterschrieben fürs nächste Jahr. Ja, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Komm, ja, ich fahre jetzt erst in Urlaub nach Italien. Ja, das ist ja gut, dann kommen Sie mal München, da treffen wir uns in Holzkirchen. Dann haben wir uns da auf der Raststätte getroffen und dann hat er gesagt, du, damit du Bescheid weißt, mit Fulda, das kläre ich und dann machst du jetzt 14 Tage Urlaub und dann kommst du und dann machen wir den Vertrag fertig. Wir haben um keine Bezüge geredet, um die Laufzeit nicht, um gar nichts. Ich sag, gut, okay, machen wir es so, klär das. Und nach 2 Tagen hatte er das in Fulda geklärt schon. Und dann hat er mich angerufen in Italien und dann hat er gesagt, also, wann kommst du zurück? Gut, dann kommst du, sagst mir Bescheid, wann du auf der Geschäftsstelle bist und dann machen wir das andere. Und sonst haben wir ein ganz tolles Verhältnis gehabt. Er hat Sie machen lassen, oder? Sportlich habe ich alles zu sagen gehabt, da hat mir keiner reingeredet. Wir haben zwar oft vieles besprochen, wenn ein neuer Transfer oder sein musste oder wenn wir mal nicht so eine gute Zeit gehabt haben. Man hat ja immer, man kann nicht das ganze Jahr hervorragend spielen, wo wir nicht so gute Zeit haben. Und dann kam er, hat mich gefragt und sonst habe ich nur immer gesagt, das brauche ich, das möchte ich, den Spieler möchte ich. Okay, sagt er, wenn es klappt, sage ich dir Bescheid. Wenn es nicht klappt, musst du mir sagen, wenn der Spieler zu teuer ist oder wir können ihn nicht bezahlen, dann musst du mir den nächsten sagen. Und ich hab ganz toll mit ihm zusammengearbeitet, muss ich sagen. Und ich war ihm auch nie böse, dass er mich dann, er hat ja auch so viel Druck gekriegt von den anderen, hat er nicht, glaube ich, allein entschieden, mich zu entlassen. Und da habe ich da auch nie, ich war ihm auch nie böse. Wir haben uns auch nachher immer noch getroffen, auf dem Oktoberfest war oder irgendwo, wenn ich da war. Ich habe nie ein Problem mit ihm gehabt. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Werner Lorand, jetzt müssen wir natürlich auch mal darüber reden, dass dieser Ort hier, Waging, seinen eigenen Verein hatte und der stand kurz vor der Katastrophe. Und dann wird so ein erfahrener Bundesliga-Trainer gefragt, ob er den Verein vor dem Absturz in die Liga darunter retten kann. Was waren da Ihre ersten Gedanken? Doch, war eigentlich überhaupt kein Gedanke. Ich wohne hier, gehe oft da zum Fußball schauen. Oder die meisten Spiele habe ich ja gesehen bei den in Waging. Und die haben in der Tabelle eben nicht so gut gestanden, weil sie nicht so gut gespielt haben. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Dann habe ich es gemacht. Wenn ich sage, ich mache es, dann mache ich es richtig oder gar nicht. Haben Sie natürlich sofort ein riesiges nationales Presseecho draufgekriegt. Der Mann macht jetzt hier in Waging einen Trainer.
Das ist ja nun was völlig anderes, nicht? Also das sind ja nun Leute, die untertags arbeiten gehen müssen. Richtig. Und dann am, weiß ich nicht, wie oft die überhaupt trainieren können unter der Woche. Ja, wir haben 2-3 Mal trainiert die Woche, so lange wie ich da war. Und ich habe gesagt, ich mache euch das, weil wir wollen unbedingt nicht absteigen. Ja, und die Jungs haben es geschafft, haben sehr gut gearbeitet, haben auch sehr gut gespielt in den Spielen, wo ich da war. Und ja, und jetzt haben sie es geschafft und dann ist alles in Ordnung. Kann man Ihnen noch mal gratulieren? Ach, boah, nicht darüber, aber, ich will nicht gratulieren, aber doch. Aber ist immer schön, wenn die Jungs gerade in diesem Bereich, Amateurbereich, so gut mitziehen. Jetzt müssen Sie mich einmal Ihren Hund halten lassen, weil wir müssen was zeigen. Die müssen Ihre rechte Hand zeigen. Doch, müssen wir zeigen, weil das eine Bierdusche war, die Werner Lorand abgekriegt hat. Erzählen Sie, der ist von hinten gekommen, wollte Ihnen das Bier über den Kopf schütten. Ich hatte schon eine Bierflasche in der Hand. Weil, ja, wir haben nach dem Spiel war ja natürlich, wo wir es geschafft haben, so verrückt. Und dann, ja, dann kommt ein Spieler von hinten mit so einem 5-Liter Weißbierkrug und wollte mir den über den Kopf schütten, was in der heutigen Zeit so üblich ist. Ja, kein Mensch weiß warum. Weiß ich auch nicht. Und da habe ich meine Hand nach oben und dann hat er den Kuch da drauf war noch eine Flasche und dann können sie Scherben alle bei mir an der Hand und haben mir ein bisschen die Hand aufgeschnitten. Aber gut, das passiert und dann ist das ist jetzt eine Woche her und ist bald wieder gut. Sollte man aber als Warnung mal so zeigen, weil dieses Bier über den Kopf schütten ja jetzt... Das ist auch so eine Krankheit geworden, wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, was das soll. Und das Bier soll man lieber trinken. Ja. Ne? Wenn man ein Ziel erreicht hat, ob das jetzt nicht Abstieg ist oder Meisterschaft, dann darf man ja auch mal einen Schluck mehr trinken. Da hat keiner was dagegen, auch kein Trainer. Und dann trinkt er selber mal gern ein Glas mehr dann. Ja, und dann ist das eben, finde ich, sollte man nicht machen, weil es gehört sich nicht. Genau. Sagen Sie, würden Sie sagen, dass Sie jetzt, Sie sind 66, das weiß auch jeder, dass Sie da so ein bisschen milder auch geworden sind, dass man so im Alter ein bisschen... Nein. Wenn trainiert und gespielt wird, da gibt es bei mir kein Pardon. Das ist nicht, da wird gearbeitet oder im Amateurbereich will ich Fußball spielen, um zu gewinnen und nicht um zu verlieren oder irgendwo. Oder, das muss eine Einheit sein, eine Mannschaft, auch in dem Bereich. Natürlich muss man da mal ein Auge zudrücken, der hat Spätschicht, der ist verletzt, wo die Betreuung doch nicht ganz so gut ist. Da muss man ein Auge zudrücken, aber im Großen und Ganzen, wenn gespielt wird, da gibt es bei mir kein Pardon. Das wird es nie geben, weil ich will einfach gewinnen. Mit meiner Mannschaft, das war früher schon so, als Fußballer wollte ich gewinnen, wenn ich gespielt habe. Und da gab es keine, da habe ich an Niederlagen nie gedacht. Und das mache ich jetzt auch nicht, weil ich will einfach mit der Mannschaft gewinnen. Und da brauchen wir alle Spieler für. Und dementsprechend müssen sie auch spielen, auch mit Freude spielen. Beschreiben Sie mir das Gefühl, wenn Sie sich an das Gefühl noch erinnern können, wenn Sie ein Tor geschossen haben. Ich habe nicht ganz so viele Tore geschossen. Es waren zwar, glaube ich, nur in der Bundesliga 56. Von 130 Spielen ungefähr? Nein, ich habe Bundesliga 300, oh. 325 Bundesligaspiele. Von wegen 100. Also, ganz schlimm, ganz schlecht. Also, ich habe schlecht vorbereitet. Schneide ich sofort raus. Das geht gar nicht. Nein. Ich habe alleine 325 Bundesligaspiele. Habe ich 56 Tore geschossen. Habe meist die in den Vereinen, wo ich gespielt habe. Aber das geht dann so durch den ganzen Körper irgendwie durch. Ja, das ist Tore schießen das Schönste, was es als Fußballer gibt. Ja, deswegen verstehe ich auch nicht, dass es so viele gute Torleute gibt in Deutschland. Weil ich stelle mich doch nicht ins Tor und schmeiße mich nicht freiwillig auf die Erde. Das habe ich schon immer gesagt. Freiwillig schmeiße ich mich nicht auf die Erde und das im Training, was ich 100 Mal und dann im Spiel. Und ja, aber man sieht, die Position ist auch ganz wichtig. Und wir haben ja sehr gute Torleute, auch im Amateurbereich. Mein Torwart hier in Wagging war auch ganz hervorragend. Und das ist eben gut so. Und wichtig ist aber, als Spieler will ich doch auch mal ein Tor schießen. Ob ich Abwehrspieler bin oder defensiver Mittelfeldspieler bin. Ich gehe doch nicht auf den Platz und sage, ja, die sollen mal die Tore schießen, alle anderen mache ich, wenn ich die Chance habe, ein Tor zu machen. Deswegen verstehe ich auch nicht, wenn Abwehrspieler, die groß sind und kopfballstark sind und kommen in den Strafraum und bewegen sich nicht. Ich sage, da brauchst du nicht nach vorne laufen. Warum gehst du dann nach vorne hin? Wenn du dich nicht bewegst, musst du dich auch schon mal auf die Flanke oder Eckball, musst du schon mal drauf richtig gut bewegen, damit du den Ball auch kriegst bei deiner Kopfballstärke. Ja, sonst brauchst du dich nach vorne, bleib lieber hinten. Und was war so Ihr stärkstes Lob? Also wenn man Fußballspieler bei Ihnen gewesen ist
und was Gutes gemacht hat, was konnte man dann von Ihnen als stärkstes Lob erwarten? Nein, bei mir ist, wenn einer gut spielt und alles gibt in einem Spiel, und dann habe ich mit ihm gar kein Problem. Deswegen kann man trotzdem ein Spiel verlieren. Aber wenn ich sehe, dass sich ein Spieler oder eine Mannschaft aufgibt, das heißt, dass keine Gegenwehr da ist, dass ich sehe keinen Siegeswille draußen, dann muss ich sagen, dann werde ich fuchsteufelswild. Was machen Sie dann? Das werden Sie dann nachher merken, nächsten Tag im Training. Weil dann, das kann ich nicht verstehen. Weil da bin ich einfach zu ehrgeizig, immer noch, auch in meinem Alter jetzt mittlerweile und als Trainer sowieso. Als Spieler war ich noch schlimmer. Noch schlimmer. Da sind oft die Schuhe geflogen in der Kabine. Wenn wir blöd oder nicht verloren oder haben verloren, weil wir einfach nicht gut gespielt haben, da war ich schon immer böse in der Kabine, das muss ich sagen. Aber die härteste Strafe, die ein Spieler vom Trainer erwarten kann, ist doch eigentlich die, dass er auf die Bank gesetzt wird oder dass er so da auf die Tribüne gesetzt wird. Ne? Also das liegt immer am Spieler selber. Ja, wenn ich schon so weit gehen muss, ein Spieler, der eigentlich Stammspieler ist, dann muss ich auf die Tribüne setzen. Und dann hat er einen großen Fehler gemacht. Ja, ich kann ein schlechtes Spiel machen. Ich hab nicht auch nicht alle nur immer als Spieler gute Spiele gemacht. Da war auch mal ein Scheißspiel dazwischen. Was normal ist, ist alles auch nur Menschen. Aber dann muss ich am nächsten Tag oder wann das nächste Training ist, dementsprechend trainieren. Das muss ich dann wissen. Oh, ich war nicht gut, also muss ich was tun. Und nicht sagen, oh ja, ist passiert. Das kann ich nicht verstehen. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass die 60er bei Ihrem letzten Spiel alles gegeben haben? Alles gegeben haben, ja, alles gegeben haben, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht jedes Training sehe oder wenig Training sehe. Das kann ich nicht sagen. Gegenüber den anderen Spielen, die ich gesehen habe, da waren sie schon ein bisschen konzentrierter, das muss ich sagen. Und zum Glück sind sie drin geblieben. Das hofft ja jeder, weil ich gönne doch keinem einen Abstieg. Das ist doch wohl das Schlimmste, was hätte passieren können. Ja, bei Ihnen hat man sogar gehört, dass Sie gesagt haben, versaut mir meine Lebensleistung nicht so ungefähr. Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben. Lebensleistung ist ein bisschen übertrieben. Natürlich ist ja klar, wenn ich da 10 Jahre da war, wir waren erfolgreich, wir haben sehr viel getan, wir haben sehr viel für die Fankultur getan, wir haben sehr viele Fanclubs gehabt und die Zuschauer waren da im Stadion, die Fans waren am Trainingsgelände, und das ist klar. Und wenn man dann sieht, wenn ich jetzt hinkomme, sind da, weiß ich, noch nicht mal 100 Fans beim Training, das gab es bei uns früher nicht. Da waren mindestens 200-300 Fans. Die sind ja von Passau zum Training gefahren zum Beispiel. Das sage ich immer das beste Beispiel. Und das ist ja für mich eigentlich da zu der Zeit gewesen, da waren sie ja schon verrückt, die Fans. Und so ist 60, das hat man jetzt auch wieder gerade im letzten Spiel gesehen, wenn es um was geht und die Mannschaft da dementsprechend auch auftritt, dann sind die Fans auch da. Und so muss auch Fußball sein. Welche Chance geben Sie dem jetzigen Trainer? Och, der Trainer, er soll seine Arbeit machen. Er hat seine Arbeit jetzt gemacht, auch mit allen Schwierigkeiten, die er da übernommen hat. Er soll jetzt schauen, dass er sich eine gute Mannschaft oder eine gute Mannschaft aufbaut. Mit dem Sportdirektor zusammen, aber die letzten Entschluss muss er haben, weil er hat die Verantwortung für die Mannschaft. Und er muss wissen, was er spielt und erfolgreich spielt. Das muss er wissen und kein anderer. Haben die 60er den richtigen Präsidenten? Ja, Präsident hat ja in der heutigen Zeit, ist das ja gar nicht mehr so wichtig wie früher. Früher war der Präsident ja der allerwichtigste Präsident und der Trainer. Das waren die wichtigsten Personen in einem Verein. Und das ist ja in der heutigen Zeit eigentlich alles so verschachtelt. Ich weiß ja gar nicht, ob der Präsident überhaupt was sagen darf über sportlich Fußball. Ja, ja. Naja, man... Man weiß nicht genau, was man jetzt in der kommenden Saison von den 60ern erwarten soll. Also glauben Sie, die 60er haben natürlich im letzten Jahr ungeheuer gelitten, die Fans. Sehen Sie irgendwie eine Veränderung, dass sich das jetzt in der Saison 15-16 ändert? Das will ich hoffen, dass sie die richtige Entscheidung treffen, dass sie den Kader erstmal verkleinern von meiner Sicht und den Nachwuchs noch ein bisschen fördern und die richtigen, wichtigen
Position in der Mannschaft verbessern. Das ist eigentlich wichtig, um mal eine gute Runde zu spielen. Für mich ist es ja schon eine gute Runde, wenn sie mal unter die ersten fünf spielen. Das wäre ja schon für 60 nach den letzten Jahren eine gute Runde. Ja. Vom Aufstieg will ich gar nicht reden, weil so einfach ist das nicht, aufzusteigen. Ich glaube, das wird in diesem Jahr auch keiner tun. Also wenn ich mir überlege, in der letzten Saison haben alle gesagt, wir wollen um den Aufstieg kämpfen. Ich glaube, da haben alle gelernt. Ich hoffe, dass sie gelernt haben, weil man muss ja erstmal. Aber viele, ich sage immer, viele Mannschaften, auch in der zweiten Liga, so jetzt Darmstadt, haben das vorgemacht. Ja. Ja, haben es vorgemacht, es geht. Ja. Da hat der Trainer was zu sagen, das ist auch ein alter, früherer Kollege von mir, Profi, Schlitzohr. Ja, er ist Schlitzohr. Und dann sieht man, dann spielt die Mannschaft auch guten Fußball. Die Mannschaft ist auch nicht groß verändert worden am Aufstieg. Da sieht man schon, das ist eine gewachsene Mannschaft. Und das war in Braunschweig so auch das Jahr. Und da sieht man, wenn man Jahr für Jahr arbeitet, vernünftig arbeitet, dann kommt man irgendwann nach oben. Und 60, das ist ja wofür 60, dürfte das doch kein Problem sein, bei den Möglichkeiten, die 60 hat. Weil wenn ich irgendwo nach Deutschland einen jungen Spieler, wenn ich ihn anrufe, und dann kommt er mit dem Fahrrad nach München. Man merkt es ja auch hier, wenn wir hier rumgehen. Hallo Herr Lorand, und wie geht's den 60ern? Und Sie werden voll noch damit identifiziert. Das ist richtig, aber und das ist ja das Schlimme, weil ich werde immer angesprochen, warum ist das so, warum ist das, warum ist das? Ja. Ich kann Ihnen auch nur sagen, sportlich ist eine Katastrophe. Das letzte Jahr, zum Glück, haben wir es noch geschafft. Und das ist wichtig. Und ich hoffe, dass wir jetzt für die nächste Runde das Richtige tun. Mehr kann ich ja nicht sagen. Völlig klar. An dieser Stelle, also ich beneide Sie hier, wo Sie hier Ihr Lager aufgeschlagen haben, sozusagen Ihre Sommerresidenz, oder? Und im Winter sind Sie dann in Spanien. Ja, wenn es sehr kalt wird, dann fliege ich oder fahre nach Spanien, je nachdem, mit meinem Hund. Weil, wenn es zu kalt wird, das ist in meinem Alter nichts mehr sowas für mich. Das ist schon, weiß ich, wenn ich mit Handschuhen, ich kenne das gar nicht mehr, die letzten 4, 5 Jahre, ich kenne keinen Handschuh, ich kenne keine Mütze. Und das ist auch gut so. Oder die noch im Schnee rumlaufen, das mag ich nicht mehr. Beneidenswert. An dieser Stelle, Herr Lorand, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.